Willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Trophy bei Assassin's Creed Origins. Diesmal sammeln, schonen, recyceln. Dafür müsst ihr 100 Plunderstücke auf einmal verkaufen. Und ja, das ist auch tatsächlich so. Ich habe es getestet, mit was Feuer zu verkaufen. Dann nochmal eine Kleinigkeit, dass ich über 100 kam. Es ploppte nicht auf. Ihr müsst definitiv 100 Plunderstücke mindestens auf einmal verkaufen. Ich empfehle euch sicherheitshalber oder empfehle euch generell, dass ihr mindestens 101 Teil habt, sicherheitshalber. Weil es ab und zu auch vorkam, zumindest hier Patch dann 1.05, dass es hier selbst bei 100, also ganz genau 100 Teilen nicht aufgeploppt ist. Ne? Also bis einschließlich 1.05 ist es hier gefährlich, deswegen lieber 101 holen, das reicht dann dicke auch drüber, ist überhaupt kein Act, nur drunter solltet ihr nicht sein. Und wie ihr das Ganze nachsehen könnt, könnt ihr hier unter Inventar nachgucken. Also sprich ganz hier oben nach rechts rüber mit R1, in meinem Fall auf der PlayStation, habt ihr hier unten, wenn ihr hier dann runter scrollt, ja, mit dem rechten Stick oben und runter, hier die Sektion Plunder. Und da müsst ihr einfach nur dann wieder rechts auspacken, aufschreiben über Excel oder im Kopf, ne, das ganze Ding zusammenzählen, zum Beispiel jetzt hier Menge 1, Menge 2, Menge 2 und so weiter. Ne, das Ganze zusammenzählen. Da müsst ihr insgesamt über 100 Stück rüberkommen, sonst bringt das Ganze keinen Sinn, wie ihr natürlich zu den ganzen 100 Dingern kommt, also mindestens 100, ne, wie gesagt lieber 100. Eins ist natürlich hier so was hier, wie jetzt hier zum Beispiel ganzen Schatz plündern, wenn ihr eh auf die Platin aus seid, müsst ihr eh alle Fragezeichen abgrasen, von dem ihr überhaupt kein Act, wenn ihr zum Beispiel so an so einer Lokation seid oder generell in den Gräbern unterwegs seid, da gibt es auch jede Menge zu looten, drückt einfach auf dem D-Pad nach oben gedrückt halten, dass hier gerade dieser Impuls-Scan kommt, da kommen ja überall diese Dreiecke dann hin bei interessanten Zielen und da dann hin eiern in der Hoffnung, dass da eine Vase oder so ein Schmarrn ist, wo ihr dann schlussendlich die Vase dann mit Dreieck looten könnt. Ne? Irgendwann ist ja immer Plunder mit dabei und nämlich auch wichtig, macht es definitiv mit, hebt ja das Zeug auf, nicht unter 101 Teil verkaufen, weil die Dinger spawnen nicht nach, deswegen kann ich auch das jetzt hier so direkt nicht zeigen, weil ich habe nichts mehr da, weil ich ja das getestet habe, ob es tatsächlich mit 100 nicht geht. Genau, das ist tatsächlich jetzt so, also die Dinger spawnen nicht nach, deswegen verkauft es ja nicht, bevor ihr 101 am besten, also 101 plus Teile habt, hier unter Plunder, dann seid ihr nämlich safe, dann könnt ihr hier zu einem Händler hin und diese ganze Kacke auf einen Schlag verkloppen, geht natürlich über Verkaufen. Dann steht unten im Menü dran, das zeige ich euch mal auch noch gleich, wie ich das ganze Ding dann geunlockt habe, steht unten links dann dran, Plunder komplett verkaufen. Und ja, das sehen wir uns dann gleich an, wie die Show wieder bei mir aufgeploppt ist. Haut rein, wünsche was, servus, ciao. Ja.